Hallo Leute und willkommen zur dritten Runde gegen BrotherTube. Und ich wähle ganz zufällig, ja genau, ganz zufällig jemand aus und das ist der Schamane. Also gehen wir, nee, oh, ich will nicht Schamane, ich nehme Schurken. Ja, ich wollte von Anfang an Schurken machen, also das war gerade jetzt nur ein bisschen Alberei. Weil ich mag halt so Jäger, Paladin, Schurke und Druide. Fuck. Ja, oh Gott, alles muss schwäch. So. Und die Karten sind auch nicht besser. Ich überlege gerade, welche Taktik ich angehen könnte. Also in der dritten Runde beschwäche ich den hier, das ist ja klar. Ich habe gerade keine Ahnung, welche Taktik ich angehen könnte. Das hebe ich mir nebenbei immer auf, weil ein Mana, drei Schaden, das kann man einfach schnell reinsetzen, wenn der Gegner noch ganz wenig Leben hat. Wenn er eh nicht wenig Leben hat, dann ist es auch nicht, weil das ist eigentlich. Es ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das anlegen. Angreifen. Fertig. So, in der nächsten Runde beschwöre ich den hier und in der übernächsten dann den hier. Das ist mein Plan. Aber er scheint auch nichts auf der Hand zu haben. Und mein Kater ist aufgewacht und kratzt gerade an meinem Stuhl. Hi Sammy, willst du auch mitmachen bei Hearthstone? Gewinnst garantiert jede Runde. Fertig. Was machst du da schon wieder? Meine Güte, mein Kater ist betrunken. So wie der sich manchmal benimmt, kann man es ganz gut glauben. Du spielst auch mal einen Diener. Und deswegen hasse ich Druiden. Das war eine geile Kombi. Das war echt eine geile Kombi. Und ich bin jetzt mal extremst fies. Und zurück auf die Hand mit dir. Und jetzt direkt angreifen und fertig. Den hebe ich mir noch auf. Der kann nämlich noch ganz praktisch werden. Sogar noch sehr praktisch. Weil den kann ich dann irgendwann hochpushen. Aber ich glaube, in meinem Schurkendeck habe ich nicht mal was zum Hochpushen. Außer die Sache hier. Mit dem kann ich ihn hochpushen. Stimmt. Die beiden in der Kombi in der nächsten Runde. Ja, das mache ich. In der nächsten Runde. Bringt dir nichts, aber auch okay. Vielleicht hat er keinen anderen Diener auf der Hand. So. Und in der Runde spiele ich jetzt den hier. Beschwöre. Also, nehme mir einen Mana-Kristall. Gebe ihm hier 6 Angriff. Greife ihn direkt an. Und nochmal damit. Fertig. Ja. Das war meine super Kombi. Ja, komm, lasst mich. So, in der nächsten Runde mache ich Dolchfächern, falls ihr jetzt irgendwie ein Viech beschwört. Und aber davor halt das hier, um ihm 2 Schaden zuzufügen, wenn es jetzt einer mit 3 Leben ist. Ja, der fü ja. Jetzt hat er den mit Gottesschild beschworen. Dann mache ich den einen Schaden, zerstöre sein Gottesschild. Oder noch besser. Jetzt bin ich natürlich in einem Zwiespalt, was ich machen sollte. Ich glaube, ich mache Dolchfächern.
So, und guck mal, eine goldene Karte. Jetzt hat er kein Gottesschild mehr. Ich nehme diese Glaskanone hier, töte ihn damit und greife ihn mit diesen Karten an. So. Das funktioniert ja einigermaßen gut. Er hält jedes Mal plus 3 Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Oh nein. Böse. 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 Ganz böse. Das wären 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Dann spiele ich jetzt den hier. Oder? Wartet. Das wären 9. 4. 4, So viele 5. Mecker. Wenn ich jetzt den hier damit pushe, dann hätte ich 5. Dann bleibt ihm 4 übrig. 2, 2. Okay, ich kann ihn so auslöschen. Also es wird meine ganzen Karten kosten. Oder ich mache. Ich mach's. So, meucheln. Jetzt, andere Diener haben plus 1. Ja. Jetzt kostet es halt meine Diener. Aber. Jetzt ist er weg. So. Und in der nächsten Runde habe ich gewonnen und mein Kater miaut schon hier wie wild herum, weil er wahrscheinlich Hunger hat. Nein, Sammy, ich habe keine Zeit gerade. Ich leg dir gleich was drauf. Beruhig dich. Bitte. Oh, der guckt mich jetzt so lieb an. Gut gespielt. Böse. Du bist ein Blödmann. Das ist böse. So. Aber deswegen habe ich halt mir die Karten aufgehoben, weil jetzt kann ich einfach zack, zack, einfach die beiden direkt beschworen. Und zack. Und zack. Und damit habe ich die drei Runden für mich entschieden. Zwei Runden gewonnen, eine Runde verloren. Best of 3. Und hiermit auf Wiedersehen. Euer Sandoran. Man müsste mal so eine Compilation machen von all meinen Sandorons am Ende eines Videos. Tja, auf Wiedersehen.